Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste in den Rängen. In fernöstlichen Kulturen hat traditionsgemäß das Altern eine beeindruckend positive Belegung und wird mit Autorität, Weisheit, Güte und Wertevermittlung assoziiert. Die Familie als wichtiges und zuverlässiges Element war in diesen Wertekanon immer eingebunden und nahm und nimmt auch heute noch einen großen Platz in der Begleitung des Älterwerdens und den damit auch verbundenen Pflegearbeiten ein. Obgleich auch hier schon in den letzten Jahrzehnten westliche Anschauungen in atemberaubendem Tempo assimiliert wurden, diese westlichen Anschauungen sind von starker, kulturell bedingter Angst und Abneigung gegenüber dem Altern geprägt. Diese Abneigung führt nicht nur dazu, dass zunehmend immer mehr junge Menschen das Alter einfach nicht mehr sehen wollen, sondern auch dazu, dass Alter einfach in Heime exportiert wird. In diesem Kontext ist eine psychologische Negativbelegung des Berufes des Altenpflegers faktisch omnipräsent. Die AfD fordert deshalb zu Recht eine Aufwertung des Pflegeberufs im Allgemeinen und des Altenpflegeberufs im Speziellen. Dazu muss der Beruf nicht nur Tarifsteigerungen, sondern auch durch begehrenswerte soziale Anreize wie sehr gute Arbeits- und Erholungsbedingungen im familienfreundlichen Kontext gesamtgesellschaftlich und politisch aufgewertet werden. Selbstverständlich gehört dazu in der Pflege ein verbindlich länderübergreifender Mindestpersonalschlüssel für das Pflegepersonal zu schaffen, der auch bei den Krankenhausentgelten Berücksichtigung finden muss. Unter diesen genannten Aspekten fällt beim Betrachten des nun vorliegenden, wohlklingenden Antrags auf Sofortprogramm für mehr Personal in der Altenpflege schnell auf, dass mit der Auflösung des Pflegevorsorgefonds und einem Sofortprogramm die Probleme der Pflege vor Ort nicht vollumfänglich gelöst werden können. Deshalb geht uns der Antrag ehrlich gesagt noch nicht weit genug. Er muss weiter intelligent strukturiert werden. Maßnahmen, über die sich bereits eine politische Einigkeit über alle Fraktionen abzeichnet, sollten in der Tat zeitnah umgesetzt werden. Darüber hinaus aber muss die Pflege durch Angehörige dringend aufgewertet werden, meine Damen und Herren. Pflegende Angehörige werden oft mit unglaublichen organisatorischen und finanziellen Problemen alleingelassen. Deshalb wollen wir uns auch für die Fürsorge pflegebedürftiger Familienangehörige in vertrauter familiärer Umgebung weiter einsetzen und diese auch aufwerten, meine Damen und Herren. Zum Beispiel in Form eines umfassenden Betreuungsnetzwerkes. Gleichzeitig sollte man die Pflegesätze an die Leistung für Pflegedienstleister angleichen. Die individuelle häusliche Pflege muss zu einem Hauptbestandteil der sozialen Sicherungssysteme und belebt werden. Sie ist Garant für ein würdiges Älterwerden und in einem durch unsere Heimat und unser Leben geprägten, aber vertrauten kulturellen und sprachlichen Umfeld. Grundsätzlich aber ist eine Stärkung des Pflegepersonals und der Krankenhauspflege zu befürworten und muss dringend gleichzeitig durchgeführt werden, um eine Abwanderung der qualifizierten Altenpfleger in die Krankenhauspflege zu verhindern. Denn eine Veränderung bzw. Aufwertung des Anteils der Pflege am Ressourcenaufwand im Case-Mix-Index des Krankenhauses würde zeitlich gesehen eher wirken als die Programme in der Altenpflege. Es wäre durchaus zu erwarten, dass dann bedingt durch die Abwanderung nicht wie derzeit zwei freie Stellen auf einen Bewerber, sondern vielleicht sogar drei oder vier Stellen kämen, meine Damen und Herren. Ein Mindestpersonalschlüssel in beiden Bereichen setzt natürlich valide Normen voraus und könnte dem entgegenwirken. Die Einführung eines länderübergreifenden Mindestpersonalschlüssels sollte mit einer Ausbildungsinitiative einhergehen und Qualifizierungsinitiative und zeitversetzt in beide Pflegesparten implementiert werden. Diese Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative muss so gestaltet werden, dass auch hier das Beherrschen der deutschen Sprache und das Verständnis für die Kultur der anvertrauten Patienten ein reiner Herzenswunsch und eine unabdingbare Voraussetzung der zukünftigen Pflegekräfte sein sollte. Die AfD
möchte unsere Eltern und pflegebedürftigen Menschen, die Deutschland mit ihrer Lebensarbeitskraft, Würde, Wirtschaftskraft und Kinder gegeben haben, gut versorgt wissen. Deshalb sollte der Antrag zur weiteren Beratung in den Gesundheitsausschuss verwiesen werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren.